Die Augen des Mannes suchten den Raum ab, als er zu sprechen begann. Ein Leben auf der Flucht ist grausam. Ich habe zahlreiche Schlachten gesehen und bin unzählige Male dem Tod entkommen. Tausende von Männern folgten mir einst, doch nun habe ich weder Land, noch Armee, noch einen Titel. Alles, was mir bleibt, ist meine Suche nach Rache. Während ich spreche, vergeht kostbare Zeit, also sage ich es ganz direkt. Die Verdammnis nähert sich rasch eurem Land und ihr müsst euch wappnen. Die Truppen des verfluchten Timur Lenk kommen immer näher und tränken die Erde mit Blut. Dieser Kriegsherr ist die größte Geißel, die Asien je gesehen hat. Wenn ihr zuhören wollt, erzähle ich euch von seinen Eroberungen und dem Schrecken, den er verbreitet hat. Timur Lenk wurde als Kind der Barlas geboren, Nomaden der zentralasiatischen Steppe. Von früh an wurde er zum Krieger erzogen und verbrachte seine Jugend als Söldner im Dienste der heimischen Stammesführer. Doch bald kam er zu Macht, als sein Vater starb, der ebenfalls Stammesführer war. Damals war Transoxanien zwischen vier Mächten aufgeteilt. Der Weißen Horde und der Blauen Horde im Westen, Schatten des einstigen Ruhmes der Goldenen Horde und den beiden Flügeln des im Verfall begriffenen Chagatai-Khanats im Osten. Timur Lenk hatte es auf diese gespaltenen Rivalen abgesehen. Er war zahlenmäßig unterlegen, hatte jedoch einen Plan. Toktamisch, ein Stammesführer, der mit seinem Onkel Urus um die Herrschaft über die Weiße Horde kämpfte, hatte Boten zu Timur Lenk entsandt und diesen um Hilfe ersucht. Wenn Timur Lenk Urus besiegen und Toktamisch einsetzen könnte, hätte er einen mächtigen Verbündeten. Als Kind war Timur Lenk von den Mongolen in Ketten nach Samarkand gezerrt worden. Nun hörte ganz Transoxanien auf seinen Befehl. Die Anführer der rivalisierenden Horden kamen in Scharen, um ihm die Treue zu schwören. Der Wind brauste und pfiff durch die Halle. Flammen flackerten in den großen Feuern, die dort brannten. Ihre verzerrten Formen glichen flinken Kriegern. Die wenigen Unglückseligen, die sich nicht unterwarfen, wurden mit Feuer und Schwert vernichtet. Ihre Knochen stapelte man zu Türmen. Timur Lenk war nun ein großer Amir oder Herr. Doch sein Eroberungsdrang war noch lange nicht gestillt. Überzeugt, dass mein Gast eine Menge über diesen Timur Lenk wusste, bat ich ihn um weitere Einblicke. Ich hatte gehört, dass Timur Lenk durch Pfeilwunden an Hand und Bein verkrüppelt worden war. Wie konnten seine Truppen einen Lahmen als ihren Anführer akzeptieren? Gute Frage, antwortete er. Es heißt, Timur Lenk und die Stammesangehörigen hätten die Führungsfrage durch einen Wettlauf geklärt. Seine Männer waren zwar schnellere Läufer, doch Timur Lenk hatte seine Mütze auf den Pfahl geworfen, der das Ziel markierte, und so gewonnen. Dieser Mann schien gerissen wie ein Fuchs. Ein gefährlicher Gegner für jeden Kommandanten. Ich bat meinen Gast, weiter zu erzählen. Timur Lenk richtete den Blick gen Südwesten nach Persien, ein seit dem Niedergang des Ilkhanats zerstrittenes Land. Die Weiten Persiens forderten jeden ehrgeizigen Eroberer heraus. Es einzunehmen würde nicht leicht werden. Timur Lenk konnte jedoch auf die Hilfe seines Verbündeten Toktamisch zählen, der die Goldene Horde wiedervereint hatte. Zusammen würden sie die zankenden persischen Königreiche niederreiten. Toktamischs Verrat versetzte den besonnenen Timur Lenk in Zorn. Der Mann, der ihm wie ein Sohn gewesen war, für den er Schweiß und Blut gelassen hatte, war ihm in den Rücken gefallen. Timur Lenk war gezwungen, den Feldzug in Persien zu unterbrechen, um diesen Verrat zu strafen. Tausende kampferprobte Reiter stellten das Plündern ein
und eilten nach Nordwesten durch die Steppe zu den Ländern der Goldenen Horde und ihrer Verbündeten in Russland. Draußen fiel der Frühlingsschnee, als ahnte er, welche Geschichte folgen sollte. In diesen Teilen der Welt dauerten die Winter lange, und selbst die in Felle gehüllten Adligen in der Halle zitterten. Timur Lengs Rache war ein schrecklicher Anblick, flüsterte der Mann. Die Windstöße wurden stärker und bliesen einige der Fackeln in der Halle aus. Diener eilten heran und sahen nach dem Fleisch, das über dem Feuer geröstet wurde. Der Duft von gebratenen Vögeln, Wild und Hammel lag in der Luft. Es war das erste Mal, dass Timur Lengs Truppen nach Europa vordrangen. Die Winter waren rau und Toktamisch hoffte sicherlich, dass sich der gewiefte Taktiker an der beißenden Kälte und den weiten Versorgungslinien übernehmen würde. Auf ihrem Rückzug verbrannten die Truppen der Goldenen Horde die Ernte und nahmen, was sie tragen konnten. Toktamisch wusste, dass Timur Lenk keine Gnade walten lassen würde. Schreckliche Berichte von niedergebrannten Dörfern und Bergen aus Knochen drangen an sein Ohr. Wo auch immer Timur Lenk hinkam, schienen Schwärme von Aasvögeln nie weit entfernt zu sein. Ganze Städte ergaben sich, als sie von der brutalen Vernichtung eines ihrer Nachbarn hörten. Toktamisch hatte keine Wahl. Er musste sich den tobenden Streitkräften seines Feindes stellen. Die Armeen trafen irgendwann in den ersten Wochen des Sommers bei den Ufern des Flusses Kondurcha aufeinander. Krähen und Geier kreisten über dem Feld als Vorboten des bevorstehenden Gemetzels. Wütende Feuer, Ströme aus Blut, Berge aus Asche, das Klirren von Eisen und die Schreie der Sterbenden. Mit diesen Schrecken suchte Timur Lenk die Städte und Menschen der Goldenen Horde heim. Die Städte Irjasan, Sarai, Astrachan, Azov und Ükek wurden dem Erdboden gleichgemacht. Übrig blieben nur die Türme aus Knochen, die man aus den Leichen der Toten errichtet hatte. Die Überlebenden wurden wie Schafe auf einen Marsch bei entsetzlicher Kälte getrieben. Toktamisch konnte nur noch Richtung Westen nach Litauen fliehen. Timur Lenk war entschlossen, den Verräter nicht entkommen zu lassen. Doch bald erfuhr er von einer Rebellion in seiner Heimat. Timur Lenk überließ die Jagd nach Toktamisch zweien seiner Generäle und eilte nach Hause, um die Ordnung wiederherzustellen. Mit dem Schwert. Die Geschichten dieses Fremden hatten unseren Appetit angeregt. Und so begannen wir begierig unser Mahl. Ich lud den alten Mann ein, sich neben mich zu setzen. Nach wie vor hielt ich diesen Timur Lenk eher für einen Mythos. Er musste doch sicher wenigstens einmal besiegt worden sein. Der Mann ist gerissen wie ein Wolf und beherrscht wie eine Eule. Manchmal führt er einen heftigen Schlag mitten in die feindliche Linie. Ein andermal flankieren schnelle Reiter den Gegner. Dann täuschen sie den Rückzug vor und locken den Feind in eine Falle. Einen Hagel aus Pfeilen. Als Timur Lenk beschloss, den Khyber-Pass nach Indien zu durchqueren, wartete eine andere furchterregende Herausforderung. Das Sultanat von Delhi beherrschte das Schlachtfeld mit seinen mächtigen Elefanten. Die riesigen Kreaturen zermalmten einen Reiter mit nur einem Fuß. Der schlaue Kriegsherr steckte seine Fronten ab und brachte seine neueste Falle in Stellung. Die indische Armee verließ sich auf den Angriff der gefürchteten Elefanten, um ihre Widersacher zu erschrecken und ins Chaos zu stürzen. Der Kriegsherr Timur Lenk wusste das. In einem Geniestreich belud er die Kamele in seinem Tross mit Stroh und Holz, zündete sie an und peitschte sie in Richtung der feindlichen Linien. Der Anblick versetzte die Elefanten in Angst. Sie machten kehrt und zertrampelten die eigenen Männer. Es war eine verheerende Niederlage.
200 Jahre alte indische Schätze wurden auf eine Wagenkolonne verladen und nach Samarkand gebracht. Als Reaktion auf einen Aufstand machten Timurlengs Truppen aus dem Juwel Nordindiens ein Leichenhaus. Tod und Feuer mischten sich zu einem grässlichen Gestank, der Delhi über Wochen einhüllte. Doch Timurlenk war nicht zufrieden. Im Westen hatte er immer noch eine Rechnung offen. Schweigen ergriff die Anwesenden, die Angst und Ehrfurcht gepackt hatten. Das Mahl war seit einer Weile beendet und die Feuer gingen allmählich aus. Wäre Timurlenk gen Westen gezogen, wäre er sicher mit dem Osmanischen Reich zusammengestoßen. Hätte er so etwas denn gewagt? Die turkmenischen Stämme aus der Levante hatten seit einiger Zeit um Hilfe im Kampf gegen die osmanischen Aggressoren gebeten. Mit einer ausgeruhten Armee und Kisten voll indischer Reichtümer war Timurlenk bereit für neues Blutvergießen. Er wusste, dass sich eine Armee auf mehrere Arten motivieren ließ. Religiöser Eifer und das Versprechen von Land und Beute trieben seine Männer an. Dieses Land kannte die Schrecken früherer Invasionen, doch nichts konnte sie auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten. Gierig nach Ruhm strömten Timurlengs Truppen über Berge, Ebenen und Flüsse und terrorisierten Armenien, Georgien und die Levante. Timurlengs Streitkräfte wüteten. Alles in ihrem Weg plünderten und brannten sie nieder. Für ein Land, das erst die Pest erlebt hatte, muss dieses Übel wie das Ende der Welt gewirkt haben. Timurlenk war bekannt für seine Feldzüge, doch er war auch ein Mäzen der Künste. Wenn er eine Stadt eroberte, verschonte er die Künstler und Gelehrten und schickte sie in seine Hauptstadt Samarkand, wo sie für eine lebhafte Mischung der Kulturen sorgten. Völker, die sich ihm widersetzten, hatten jedoch nicht so viel Glück. Nachdem er die armenische Festung Van belagert und erobert hatte, ließ Timurlenk ihre Bewohner die Klippen hinabwerfen. Bei der Stadt Bagdad zeigte Timurlenk eine ähnliche Grausamkeit wie Hülegü etwa ein halbes Jahrhundert zuvor. Jeder Mann in Timurlenks Armee musste ihm zwei Köpfe bringen. Die Krieger schlachteten die Bevölkerung der Stadt ab und danach die Gefangenen, die sie mitführten. Es heißt, manche hätten sogar ihre eigenen Frauen getötet, um Timurlengs Befehl nachzukommen. Den Überlebenden dieser Grausamkeit kam es so vor, als würde die Sonne nie wieder aufgehen. Die Beziehung zwischen Timurlenk und dem osmanischen Sultan Bayezid war geprägt von großer Feindschaft. Die beiden hatten seit Jahren beleidigende Briefe ausgetauscht. Endlich hatte Timurlenk die Gelegenheit, seinen Rivalen zu vernichten, dessen Truppen von Kriegen in Byzanz und Ungarn erschöpft waren. Dennoch war das Osmanische Reich kein leichter Gegner. Eine unerschrockene Führung und die Stärke der Janitscharen trieben die Armee an. Die osmanische Streitmacht, die gegen Timurlenk marschierte, war groß, aber gespalten. Türken, Serben, Tataren und andere Vasallen trugen Truppen zu dieser mächtigen, wenn auch unbeständigen Armee bei. Könnte Timurlenk einige davon zum Überlaufen bringen? Würde sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden? Es sollte seine bisher größte Prüfung werden. Das Schicksal zweier Reiche stand auf dem Spiel. Die Schlacht bei Ankara war eine Katastrophe für die Osmanen. Niemals zuvor hatte sie die Schmach ereilt, dass ihr Sultan im Kampf gefangen genommen wurde. Timurlenk ließ seine Truppen kehrt machen und ließ Anatolien im Chaos zurück. Schon bald wird er sich ein neues Opfer suchen. Der Mann beendete seine Geschichte mit dieser unheilvollen Bemerkung. Mir wurde klar, dass ich mein Königreich vorbereiten musste, damit es nicht zu einladend erschien. Ich schickte alle in ihre Quartiere. Wir würden diese Gefahr mit wachem Verstand am Morgen besprechen.
Plötzlich sprangen die Türen auf und ein Diener rannte auf mich zu. Herr, der Bote eines Kriegsherrn namens Timur Lenk will euch sprechen. Er behauptet, ihr würdet jemanden beherbergen, der für ihn von Interesse ist. Ich wandte mich dem alten Mann zu, der den Boten nicht gehört hatte, und fragte, wie er hieß. Mit müden, dunklen Augen sah er mich an und entgegnete finster: Ich bin Tokta Mishkan, vom Blute Genghis Khans, rechtmäßiger Anführer der Goldenen Horde. Ich habe weder Land noch Freunde. Mir bleibt nur meine Geschichte.